Ihr seid auch auf der Suche nach einem kompakten SUV, das Familie, Alltag und Beruf gut miteinander verbinden kann, nicht zu groß ist, aber auch nicht zu teuer? Dann hätte ich heute eine Alternative für euch, den neuen Suzuki S-Cross. Und damit herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal. Was erwartet euch heute? Ich nehme euch mit auf Verbrauchsrunde hier im S-Cross Hybrid. Wir fahren eine stets immer gleiche Verbrauchsrunde mit 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140 Stundenkilometer und 10% Stadtverkehranteil. Wir wollen natürlich herausfinden, was der Mildhybridantrieb hier unter der Haube des S-Cross zu leisten imstande ist hinsichtlich Alltagsverbrauch. Wir wollen aber auch herausfinden, wie viel Platz bietet der S-Cross, was kostet er, wie fährt er sich. All diese Informationen bringe ich euch natürlich mit in diesem Video, wenn ihr heute mein Gast sein wollt an Bord des S-Cross. Ich würde mich freuen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses jetzt tut und die Abo-Glocke nicht vergesst zu drücken, damit ihr stets neue Videos von mir rechtzeitig präsentiert bekommt. Ein Like für den Algorithmus und euer Kommentar unten in der Kommentarbox, damit wir am Ende dieses Videos auch miteinander diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem UBI und dem Suzuki S-Cross. Suzuki hat den neuen S-Cross 2022 auf den Markt gebracht. Das Modell, offiziell nur noch S-Cross genannt, vorher SX4 S-Cross, soll ein komplett neues Modell laut Suzukis Presseabteilung sein, basiert aber auf der Technik des Vorgängers. Lediglich die Karosserie ist komplett neu, vor allem das Blechkleid setzt sich deutlich vom Vorgänger ab. Wir sehen jetzt ein deutlich kantigeres Design, mehr SUV als der Vorgänger. Der Vorgänger eher ein bisschen rundlich, ein bisschen niedlich. Das hat der neue S-Cross deutlich abgelegt. Er wirkt jetzt erwachsener, selbstbewusster, vielleicht aber auch etwas biederer in meinen Augen. Wir haben große LED-Scheinwerfer an der Front. Wir haben einen breiten Kühlergrill, der in der Mitte geziert ist von einer Chromleiste, die sich bis in die Scheinwerfer hineinzieht und das Fahrzeug auch optisch damit verbreitert. Die Seitenansicht dominieren große Glasflächen und am Heck haben wir dann komplett neue Klarglas-Rücklichter, die allerdings immer noch mit Glühlampen bestückt sind, was ich schade finde in der heutigen Zeit. Hinter der manuell öffnenden Heckklappe verbirgt sich dann ein 430 Liter großer Stauraum. Der ist gut nutzbar, da passt auch ein Kinderwagen sehr gut hinein. Wir haben einen doppelten Laderaumboden, der auch herausnehmbar ist. Und die Rücksitzlehnen lassen sich umklappen, allerdings entsteht dabei keine ebene Ladefläche. Maximal 1230 Liter Stauraumvolumen entstehen dann, aber auch hier gut nutzbar und durchaus ausreichend für diese Fahrzeugklasse. Eher üppig geht es für mich im Fond zu, gerade was die Kniefreiheit angeht. Mit meinen 1,78 sitze ich hinter meinem imaginären Ich äußerst entspannt. Wir haben eine große Sitzfläche, eine hochmontierte Bank und allerdings Seitenhalt bietet diese kaum, hat an den Außenbahnen Isofix-Haken, die offen liegen und gut zugänglich sind. Die Kopfstützen sind angenehm weit ausziehbar. Die Kopffreiheit allerdings könnte etwas großzügiger sein, ist hier aber in unserem Modell eingeschränkt aufgrund des serienmäßigen Glaspanoramadachs hier in der höchsten Ausstattungslinie Comfort Plus. In der ersten Reihe geht es auch recht komfortabel zu. Man sitzt angenehm hoch hier im S-Cross. Hinter einem
ja, gut bedienbaren Dreispeichen Multifunktionslenkrad, welches sich in Höhe und Weite ausreichend einstellen lässt. Der Sitz ist ebenfalls höhenverstellbar, der Beifahrersitz leider nicht. Und sehr positiv zu erwähnen, wir haben hier eine Gurthöhenverstellung vorne. Die Sitze selbst sind ausreichend breit und komfortabel gepolstert. Wir haben lediglich die obere Lehne, die ein bisschen enger ist. Das passt aber mit meiner Körperstatur noch ganz gut. Die Sitzfläche ist etwas kurz geraten. Da würde ich mir etwas mehr Sitzfläche wünschen oder eine ausziehbare Schenkelauflage. Sehr übersichtlich ist die Innenraumgestaltung hier im Suzuki S-Cross. Wir haben das alles überwiegend analog und es wirkt noch sehr vertraut, vielleicht für den einen oder anderen altertümlich, denn wir schauen hier beispielsweise auf analoge Rundinstrumente im Kombi-Instrument, die aber hervorragend ablesbar sind. Das Bordcomputer-Menü bietet eine Vielzahl an Informationen, die wir hier abrufen können. Lediglich die Bedienung hier mit dem Drücksteller direkt im Kombi-Instrument, das ist umständlich und gehört meiner Meinung nach verbessert. Nicht zu verbessern gibt es am Multifunktionslenkrad, denn auch hier alles wirklich easy zu bedienen und völlig verständlich. Links die Bedienung fürs Audio, rechts für den Tempomaten mit Abstandsregelung, darunter der Assistent für die aktive Spurhaltung und auf der linken Seite die Telefonbedienung, wobei hier die Freisprecheinrichtung deutlich besser sein könnte. In der Mittelkonsole dann gibt es serienmäßig ein 7 Zoll Display. In unserer Variante der Komfort Plus Version gibt es dann einen 9 Zoll großen Bildschirm, der sich hier schön einpasst und freistehend ist, wie wir das aus vielen Modellen mittlerweile kennen. Die Bedienung dank großer Flächen sehr gut mit Touch zu bedienen, auch einfach in der Menüstruktur und ganz klar gegliedert. Wir haben aber ein DAB-Radio und wir haben eine Konnektivität hier mit Android Auto oder Apple CarPlay, wobei sogar Apple CarPlay Wireless funktioniert. Etwas schade, wir haben nur einen USB-Slot hier in der Mittelkonsole untergebracht und keine induktive Ladeschale für ein Smartphone, das würde ich mir durchaus noch wünschen. Wir haben dafür aber eine 360-Grad-Kamera-System hier verbaut, das auch richtig gut funktioniert. Die Auflösung ist okay, lediglich bei schlechten Witterungsverhältnissen wird die dann durch Wasser auf den Linsen getrübt. Darunter haben wir dann auch noch ein Klimabedienteil für die hier verwendete Zwei-Zonen-Klimaautomatik, physische Bedienregler, auch hier alles selbstverständlich und wunderbar zu bedienen. Die Sitzheizung gibt es in zwei Stufen, Low und High, mit einem Kippschalter für Fahrer und Beifahrer. Auch das ist absolut klar in der Bedienung. Was die Technik angeht, unter der Motorhaube arbeitet ein von mir bekannter, nämlich aus dem Suzuki Vitara entlehnter 1,4 Liter großer Vierzylinder Turbobenziner, der mit einem 48 Volt Mildhybrid-System gekoppelt ist. Das heißt, wir können ihn nicht aufladen und nein, er kann auch keine Strecken elektrisch fahren. Diese elektrische Energie ist lediglich dafür da, um Nebenaggregate zusätzlich mit Strom zu versorgen, wenn der Motor nicht läuft, und auch dem Motor in Lastsituationen unter die Arme zu greifen, wo vielleicht der Turbolader noch nicht genügend Ladedruck aufgebaut hat, also im unteren Drehzahlbereich bzw. beim Anfahren. Das System funktioniert aber wirklich sehr gut und voll schön verschliffen. Der Motor mit seinen 95 kW und 230 Newtonmeter wirkt interessanterweise sehr kraftvoll. Man würde ihm hier ein bisschen mehr Leistung sogar attestieren im Fahrbetrieb, was aber vielleicht sogar auch auf das geringe Leergewicht des S-Cross zurückzuführen ist. Denn in unserem Fall mit Allradantrieb und Automatik wiegt der Wagen sogar noch gut unter 1400 Kilo. Also in dieser Klasse sicherlich auch ein Leichtgewicht. Lässt man Allrad und Automatik weg, sind es sogar 100 Kilo weniger nochmal und dann können wir sogar die 1300 Kilo Marke knacken. Das schafft kaum noch ein SUV in dieser Klasse. Der Motor selbst dreht gerwillig aus, hat genügend Kraft und
Klingt auch angenehm kernig beim Ausdrehen. Ansonsten sehr vibrationsarm, selbst wenn die Automatik mit niedrigen Umdrehungen den Motor laufen lässt. So bei 1100, 1200 Umdrehungen nimmt da auch ordentlich Gas an, dank des Mild-Hybrid-Systems. Und da entstehen eben nicht lästige Vibrationen oder Schütteln vom Antrieb. Das ist schon richtig gut gelöst. Auch die 6-Stufen-Wandler-Automatik passt sehr gut hier zum Antrieb, ist mit weichen Schaltvorgängen ausgestattet, hat eine angenehm lange Getriebeübersetzung. Beispielsweise bei 140 Stundenkilometern dreht der Motor lediglich 2500 Umdrehungen im sechsten Gang. Das sorgt auch für ein niedriges Drehzahl- und Geräuschniveau somit. Und auch das Geräuschniveau an sich ist hier im S-Cross erstaunlicherweise niedrig, auch wenn wir eher alles ein bisschen dünnwandiger hier haben, die Türen recht leicht wirken, Heckklappe oder aber die Scheiben nicht so hundertprozentig fest in ihrer Führung sitzen. Also das wirkt so ein bisschen leicht hier, das Auto, das sieht man ja auch am Gewicht, aber da würde ich mir etwas mehr Solidität durchaus in der heutigen Zeit wünschen oder halt eben auch von einem Japaner wünschen. Was das Fahrwerk angeht, so weist der S-Cross auch eine sehr gute Mischung aus benötigter Straffheit für Kurvenstabilität und Komfort für schlechte Straßen oder Langstrecken zu bieten. Wir haben hier eine Lenkung, die zwar direkt arbeitet, leider aber kaum bis gar keinen Fahrbahnkontakt vermittelt, was ich schade finde. Das könnte dem S-Cross noch mal ein bisschen mehr Agilität verleihen. Auch das Einlenkverhalten bei der Lenkung ist dann so ein bisschen verzögert. Man merkt, dass der Aufbau sich ein bisschen wanken will, dann aber irgendwie von den Dämpfern doch recht früh eingefangen wird. So ein bisschen Neigung also wird zugelassen, dann macht der Dämpfer zu und dann passt es auch mit der Wankneigung, sage ich jetzt mal. Aber wer so einen Wechselkurven fährt, so mal einen Kreisverkehr ein bisschen flotter rein und raus, da merkt er dann, dass der Aufbau dann doch am Anfang erst einmal ein bisschen eintaucht und dann ein bisschen an Stabilität sucht. Dennoch ein super komfortables bzw. auch sicheres Fahrverhalten, das der S-Cross hier an den Tag legt. Auch Sicherheit ist hier groß geschrieben. Wir sind mit Assistenzsystemen ausgerüstet, wie einem Abstandsregeltempomaten, einer aktiven Spurhaltung oder einer Tote-Winkel-Überwachung sowie einem Querverkehrswarner und einem Notbremssystem. Also auch hier ist der S-Cross mit seinen Assistenten auf der Höhe der Zeit, auch wenn die Feinfühligkeit der einzelnen Systeme noch ein bisschen mehr Feinschliff haben könnte. Dennoch, in meinen Augen ist das hier für den geleisteten Umfang völlig ausreichend. Und jetzt fahren wir zum Fazit. Ja, viele wollen SUVs, wünschen sich diese Fahrzeuge und wünschen sich allzu oft auch ein Allrad. Kaum einer bietet es. Suzuki kann es. Und komischerweise bleiben aber die Verkaufszahlen durchaus sehr, sehr niedrig hier in Deutschland. Doch woran liegt es? Am eher etwas biederen Auftreten der Suzuki-Modelle? Oder hat man nicht genügend Vertrauen in die Marke, in die Fahrzeuge? Vielleicht sollten mehr Leute einfach mal einen Suzuki Probe fahren. Dafür wäre ich, denn das Auto kann durchaus überzeugen, wenn man es einmal fährt. Er bietet ein sehr angenehmes Fahrwerk. Er hat einen wirklich guten Antrieb unter der Haube, der auch modern ist. Die 6-Gang-Wandler-Automatik passt gut dazu. Der Allrad ist natürlich das Sicherheitsplus und ein echtes Aushängeschild für Suzuki. Dann Platzverhältnisse gibt es auch genügend. Ja, beim Verbrauch, wie sieht es denn da aus? Schauen wir da drauf. 6,1 Liter gibt Suzuki an. 5,6 Liter habe ich verbraucht auf meiner Runde. Und das finde ich richtig gut. Mit dem 47 Liter Kraftstofftank können wir somit rund 840 Kilometer im Alltag fahren. Auch das sehr ordentlich. Beim Preis, okay, da greifen die Japaner ein bisschen tiefer in euer Portemonnaie, würde ich sagen. Denn
Unser Testwagen kostet, so wie er da steht, voll ausgestattet 36.640 Euro. Das klingt schon nach recht viel. In meinen Augen relativiert das Ganze aber, weil wir hier ein sehr, sehr gutes Paket haben, was wir so nirgendwo bekommen, und viele andere Hersteller verlangen sogar genauso viel Geld oder sogar mehr. Wer sagt, er braucht kein Allrad und er braucht keine Automatik, der kann sogar bereits ab 29.290 Euro einen S-Cross fahren. Der Vitara ist 2.000 Euro ungefähr günstiger, ist allerdings nicht mehr mit Automatik und Allrad bestellbar, denn den gibt es jetzt dann als Vollhybrid. Den werde ich euch aber in einem anderen Video genauer vorstellen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, falls nicht schon getan, dem Ganzen hier ein Like gebt und mir eure Meinung unten in die Kommentarbox reinschreibt. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr Suzuki fahrt, wie eure Erfahrungen sind, auch gerne hinsichtlich Langzeiterfahrung. Wenn ihr Interesse habt an einem SUV-Kauf, schreibt mir mal rein, warum der Suzuki vielleicht nicht auf eurer Liste steht oder warum ihr ihn gestrichen habt. Und damit bedanke ich mich fürs Reinklicken bei diesem Video, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.